Beim Braten oder Garen wird Energie in Form von Wärme auf das Lebensmittel übertragen. Dies geschieht ausschließlich von außen nach innen. Durch Infrarotstrahlung wie etwa beim Grill, durch direkte Wärmeleitung wie in der Pfanne oder durch Konvektion wie beim Backofen oder Dampfgarer. Immer wird das Gargut von außen nach innen erwärmt, wobei den äußeren Schichten zwangsläufig mehr Garenergie zugeführt wird als dem Kern. Dies führt in der Regel zu einem ungleichmäßigen Garergebnis. So hat zum Beispiel ein perfekt zubereitetes Kalbsfilet genau eine optimal gegarte Zone. Nämlich den zartrosa Kern, der umgeben ist von einem Mantel, zwangsläufig übergarten Fleisches. Ausgenommen sind alle die Garmethoden, die das Lebensmittel über eine extrem lange Zeit bei geringer Temperatur garen. Eine weitere Form der Energieübertragung ist das Erhitzen mittels Mikrowellen. Bei Mikrowellengeräten dringt Energie in Form von Wellen durch einen Übertragungskanal in das Gargut ein und regt die verschiedenen Moleküle zur Bewegung an. Bewegung erzeugt Wärme, Wärme gart. Vorteil der Mikrowellengeräte ist die Geschwindigkeit. Großer Nachteil ist die begrenzte Eindringtiefe der Wellen und das hieraus resultierende ungleichmäßige Ergebnis. Der Miele Dialoggarer ergänzt die konventionellen Garmethoden durch die innovative M-Chef-Technologie. Über zwei Antennen im Gerät wird Energie durch elektromagnetische Wellen auf einer Vielzahl von Übertragungskanälen abgegeben. Gezielt, aber in geringen Mengen, wird die Energie mit hoher Eindringtiefe an die unterschiedlichen Moleküle im Gargut ausgesendet. Da die Antennen im Gerät sowohl senden als auch empfangen können, berechnet der Dialoggarer die Differenz zwischen ausgesendeter und nicht vom Gargut aufgenommener Energie. Der Dialoggarer weiß also, wie viel Garenergie vom Gargut bereits aufgenommen wurde. Diese abgegebene und im Gargut verbliebene Energie messen wir in Gourmet-Units, wobei eine Gourmet-Unit einem Kilojoule Energie entspricht. Der Dialoggarer optimiert, nach Messung der aufgenommenen Energie, dann die noch nötige abzugebende Energiemenge bis zu den vorgewählten Gourmet-Units für ein perfektes Garergebnis. Das ist die neue Kochmethode M-Chef. Gezieltes Zuführen von Energie in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf. Dabei erwärmt sich das Gargut in seinem gesamten Volumen gleichzeitig. Das nennt man Volumengaren und führt zu perfekten, gleichmäßigen Ergebnissen. Es ist mit dem Dialoggarer und M-Chef zum ersten Mal überhaupt, seit der Mensch Speisen zubereitet, möglich, volumetrisch zu garen und einen Dialog zwischen Lebensmittel und Gerät zu realisieren.